So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 2 zusammen mit dem Kev, der ist schon am Werkeln, der kann sich lassen. Hallöchen. Hallöchen, ihr die Lieben. Die letzte Folge habt ihr bei ihm gesehen und da haben wir einiges gepackt. Wir haben so ein schönes Sieb erstellt, wie ihr sehen könnt. Da können wir Zeug durchsieben und einiges an Sachen gewinnen ab sofort, indem man zum Beispiel Erde durchschmeißt, kriegt man Stein raus. Und wenn man Gravel durchschmeißt, kriegt man teilweise Erze. Und mit so einem Dust kriegen wir teilweise, was hast du gesagt, Redstone und sowas raus. Und genau. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten und vor allen Dingen vielleicht nochmal hier ein bisschen Bäume farmen. Und wir haben festgestellt, dass wir die Bäume übelst antwerken können und dann wachsen die, wenn man das nicht so ein bisschen so sneakt. Geil. Und das ist der Tree Simulator 2014 Mod oder so. Das ist so paradox. Ich sehe, hier hinten geht schon das Baum hoch. Like Miley, ich mache es so schnell. Guck, der Baum, der wächst. Wuhu, wuhu. Jawohl, guck, der weg an dem Baum. Schnell, ja, so und er ist auch schon gewachsen. Und das hat praktisch eine Art Bone Meal-Effekt, wenn man das einfach macht. Ich glaube, wenn man es zu zweit macht, geht es doppelt so schnell. Ich wirke besser als Miley, deswegen wächst der Baum auch so schnell. Aha, aha. Schon wieder Partikel und. Ja, gut, die Sache ist die, wenn es halt jetzt. Ja, ja, wenn's, ja klar, ich sehe, du kennst auch, wenn Bone Meal auf Baum machst, dann kommen so grüne Partikel. Ich sehe das gar nicht. Nee, siehst du nicht? Bei mir kommt. Wie passiert das? Was muss ich einstellen? Das ist einfach nur Default. Alles on. Von den Partikeln stinkt normal. Performance-Partikel, ich habe alles an. Wenn du Getreide züchtest, dann sieht man das doch auch. Also, Partikels habe ich all. Egal, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert. Ich weiß nur, dass ich der schnellste Twerker auf diesem Planeten bin. Juhu! Ja, das ist ja gewachsen. Ja. Problem ist halt, bei Nacht, wie gesagt, braucht es ein bisschen länger, bis da alles, ne? Ja. Aber naja. Wir sind praktisch jetzt auf dem Vormarsch, wirklich unsere ersten Erze zu gewinnen, unsere erste Maschine zu machen. Genau. Denn, ihr Lieben, wir benötigen ganz, ganz viel Dirt, damit wir ganz, ganz viel Stein generieren können, indem wir es sieben. Und dann können wir uns den ersten Ofen machen, die allererste Maschine. Ist das geil? Ja, jetzt mal normalen Ofen, ne? In dem Sinne von Vanilleofenmaschine. Okay. Ja, genau, wir müssen nämlich erstmal. Und wir müssen vor allem einen Regentanz machen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich habe schon eine Idee, wie wir hier die Regengötter besänftigen können, sodass wir endlich ein klein wenig Regen bekommen. Ich mach gerade mal hier so ein die Achievement-Baum durch, ne? Also, was wir schon bekommen haben. Also, ich glaube, siehst du das? Das ist ja schon abgehakt, aber musst du das auch für dich selbst nochmal eins machen? Ich mach mal jetzt Infest Leaves with a Silkworm. Haben wir gemacht. Ja, genau, habe ich einen Haken ja schon dran. Drunter habe ich auch. Bei mir war keiner dran. Achso, dann musst du das. Use a crook on infested leaves to get drinks, haben wir. Craft a sieve. Haben wir Collect auch. Rainwater, haben wir nicht. Haben wir nicht. Craft Cobblestone von Smurf, okay, das haben wir. Das haben wir. Use a hammer to turn cobble into gravel, gravel to sand dust. Haben wir auch. Sift, Sand, okay, das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Alles klar, das heißt, weiter sind wir noch nicht. Genau. Aber wir sind schon gut vorangekommen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt ein bisschen Attacke. Das ein oder andere Monster, das gönne ich mir noch. Inventar ist jo, leer. Jo, hau rein, denk an Waffe und so. Achso, ich habe nichts dabei. Ja, das ist halt. Ich dachte, ich gehe jetzt nackig dahin. Ja, das wäre ein bisschen. Boah, der Baum hat mich fast runtergekriegt. Alter, da sind so viele Monster. Heftig. Wozu brauchen wir die Monster eigentlich? Wir können doch twerken. Ja, aber Knochenmehl ist manchmal vielleicht ein bisschen schneller, effektiver. Außerdem kannst du vielleicht mit Gunpowder noch was anfangen, mit Zombiefleisch oder Enderperlen, je nachdem. Lol. Auch immer Zeug. Es wird alles runter, alles drückt einander runter. Dann müssen wir mal die Plattform größer machen. Wir müssen die Plattform größer machen und mal einen Zaun drumherum machen. Das wollten wir auch noch machen. Ja, vielleicht die Plattform einfach in der Luft machen. Ich kann hier eine Mobfalle bauen. Ja, das wird theoretisch auch schaffe ich den Enderman? Ich versuch's. Ich glaube nicht. Ohne Rüstung ist ein bisschen hart. Nee. Der Enderman zieht übelst Schaden und hat auch 40 Leben, ne? Also so viel. Ja, aber der ist fast down. Und mein Grabstein ist da. Wenn ich den Grabstein plündere, dann kann ich den packen. Und dafür ist es nämlich genau gut. Ja, der kennt mich nicht mehr. Ohne Witz, der ist fast down. Ich brauche jetzt nur noch mein Schwert, mein Lieber. Tot. Enderbälle gekriegt? Nee, oder? Nee, leider nein. Schade. Aber ein Knochen. Ich finde das so geil, dass unten am Boden so viele Grabsteine liegen. Das ist richtig gut. Es wird doch schon wieder Tag. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich crafte uns ein bisschen Baumaterial. Also wir können ja auch die Strings hier sieben, weil wir brauchen ja noch ganz viel Dirt. Sagen wir, okay, da ist Dirt fertig. Ja, ich habe schon voll gemacht gehabt. Ich habe nochmal voll gemacht. Oder willst du das mal sieben hier zur Feier des Tages? Yeah, ja klar, warum nicht? Dann kann man es mal zeigen. Machen. Also Dirt reinlegen und dann, wenn man Restlicht drauf macht, dann wird das hier unten einmal durchgesiebt. Genau. Und da kommen so schön Partikel und dann bleibt noch was übrig und das sind dementsprechend so Stone-Dinger. Und du hattest gesagt, man muss 8 von denen oder 9 von denen anordnen im Feld? Oder 4? Wie anordnen? Ah, 4 von denen im Crafting-Feld, dann kriegst du einen Cobblestone raus. Genau. Genau, also 4 von diesen kleinen Steinchen, das heißt, du kriegst so kleine Brocken raus. Genau, dann hab ich einen Cobblestone gekriegt. Ah, jetzt weiß ich, wieso die hier runterfallen. Da ist eine Lücke, die kommen gar nicht rüber. Ah ja, das war die Lücke. Bams!
Das war die Lücke, wo Creep explodiert ist, ne? Ich habe wieder zwei Knochen bekommen. Für nichts. Der Creeper hat ja, die ganze Arbeit erledigt. Wie geil. Wir könnten ein bisschen Holz farmen und dann einen Zaun drumherum machen und die Plattform ein bisschen ausbauen da hinten, damit das... Also ehrlich gesagt, ich habe Lust, eine Mobfalle zu bauen. Wenn das so einfach geht. Wie willst du die zusammentreiben? Mit Wasser, aber haben wir ja nicht, ne? Ach so, ich dachte, ich könnte die Mobfalle vielleicht schon bauen und jetzt habe ich das ganze Holz schon umgecraftet. Ja, die Sache ist halt, wie willst du das machen? So eine Art Fallplattform oder? Ich habe mir echt gedacht, so eine Plattform, wo die runterfallen und dann sterben. Dann müssen wir aber einen Weg haben, der zu beiden Plattformen führt. Ja. Wie willst du nach unten bauen? Anscheinend, nach oben wollte ich bauen. Okay, nach oben. Ja, dann können wir es ja gerne mal probieren, so ein kleines Treppchen. Kannst ja mal dran probieren, das Ding ist, baue einfach mal schon mal die Grundform. Mach's mit Leitern oder so, dann, dass du da hochklettern kannst. Ja, ich springe einfach dann in die Mitte runter. Und dann muss einer oben stehen und dann lockt er die Mobs an. Die Mobs fallen dann von alleine runter, sowas in der Art. Genau, also ich mach das jetzt erstmal so. Das heißt, ich baue praktisch, wie sage ich das, die Grundform, also diesen Fallschacht, den würde ich halt erstmal bauen. Und dann sind ja unsere Holzvorräte auch weg. Und dann können wir ja später mit der Leiter immer wieder hoch und das plündern, sag ich mal. Ja, wäre eine gute Idee. Glaube ich, das Leichteste. Und ich muss irgendwie noch Materialien am besten besorgen. Sonst geht das Holz ganz schnell aus. Oh. Und in dem Sinne von Materialien besorgen, gleich wieder Saplings besorgen. Die Saplings werden wieder zu kompostiert, zur Erde. Und aus Erde kriegen wieder neue Materialien raus, die wir teilweise. Das heißt, wir müssen tatsächlich, Leute, ihr seht das schon am Anfang, ein bisschen farmen. Aber es geht immer schneller. Wenn ihr euch die ersten ein paar Folgen anguckt, da haben wir echt lange gebraucht. Und jetzt kommen wir wirklich Folge zu Folge immer weiter. Genau. Schon. Ich borg mir mal die Crook von dir aus, die Knochen. Oh, jetzt habe ich gar nicht gezählt, wie viel wir haben. 1, 2, 3, 4, 5. So. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, damit ich nicht sterbe, wenn ich runterfalle. Bam. Ja, das sind jetzt 15. Ich glaube, das wird unsere Holzvorräte sehr, sehr klein machen. Später kann ich halt mit Slabs arbeiten, weil das ist egal. Aber ich glaube, dieser Schacht, der muss schon ziemlich, also der muss schon ziemlich solide sein, nicht, dass da Mobs sich irgendwie durchglitschen. Weil gerade bei Skyblock, wenn die in so einer Menge spawnen, dass ja, das der Arsch auf Grundeis geht, glaube ich. So, ich habe hier nochmal jede Menge Saplings. Guck dir das an, wow. Und jetzt kommt der Mob-Kev. Ah, Hilfe! Ja, ich lebe, halbes Herz! Du musst dran, ja, 22 Blöcke brauchst du, glaube ich. 24. 24? Okay. Also ich denke 24, ich mache die Sicherheitshalber 24. 21 oder 22, ja. Es geht ja darum, dass die einfach sterben. Ja. Ich habe jetzt gerechnet, dass sie noch ein halbes Herz übrig haben, brauchen sie mit, keine Ahnung. Ach so, nee, ich wollte was wirklich direkt sterben und wenn wir später die Möglichkeit haben, wieso baue ich mit der Faust ab? Wenn wir später die Möglichkeit haben, das Ganze halt anders zu machen, sodass wir zum Beispiel ein Auto, einen Pisten oder sowas haben, dann denke ich, können wir da die Möglichkeit einbauen. Aber jetzt bringt uns ja Erfahrung sowieso nichts. Ja, ja, gut, stimmt. Und vielleicht, man kann immer mit alles irgendwas machen. Und im Endeffekt, vielleicht gibt es ja irgendeinen Geheimtrick. So wie was wir uns auch noch überlegt haben, Leute, die Folgen generell relativ knackig zu halten. Das heißt, die Folgen werden circa an die 15 Minuten lang sein, damit ihr wirklich innerhalb dieser 15 Minuten reine Action habt. Das ist so ein bisschen unser Auftrag. Und wir müssen auch ein kleines bisschen schaffen wegen Events, die anstehen. Das heißt, wir sind nicht immer zu Hause. Genau, ich bin zum Beispiel jetzt in Amerika auf der E3. Und ich kann natürlich von dort aus nicht aufnehmen, so wie hier. Ja, machen einfach ein paar längere Sessions und dann klappt das, ja. Genau. Und dann haben wir alles. Aber es kommt extrem gut an, muss ich sagen. Die Kommentare überschütten uns. Unglaublich. Ihr seid voll Feuer und Flamme, Leute. Das finde ich so Hammer. Wirklich Hammer. So, ich habe nochmal 10 Saplings zum Kompostieren. Ja, ich habe auch hier ein bisschen voll gemacht. Und, ich kann noch eine rein. So, und ich klaue mir mal die ganze, alles, was du hier hast. Zack, 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 zack. Hast du noch ein bisschen Holz? Ja, jede Menge. Das ist schön. So, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe jetzt 27 Leitern gemacht, das sollte erstmal reichen. Okay. Und haue weiter. Wie sind wir in der Zeit? Zeitlich sind wir bei 9,5 Minuten. Perfekt, guckt euch das an, wie viel wir schon wieder geschafft haben. Die Mobfalle ist fast da. Ich habe nur Angst, dass hier unten gleich ganz viele Monster spawnen. Deswegen ist gut, dass man hier so ein kleines Jump and Run zu bewältigen hat. Ich muss hier erstmal meine Tasten umstellen, weil wenn du die ganze Zeit sneakst, ganz schnell hast du ja diese Feststelltaste. Dann macht das so und dann springt das raus. Ich habe die ganz damals mal ausgestellt. Ja, ich habe auch. So, wir hatten jetzt nervig. 15. Vor allem, wenn du im Creative Mode fliegst, die ganze Zeit blip. Okay.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Das heißt, 24 Blöcke fallen die ab hier runter. Das heißt, ich werde, das ist die einzige Ebene, also dieser Kreis hier, liebe Leute, falls ihr auf 100 Kräfte wollt, auch Slabs benutzen, die ich ohne Slabs baue. Dann haben wir nämlich wenigstens so eine kleine Orientierung. So, hier noch ein paar Äpfel bekommen. Oh, ich habe mich verbaut. Saplings. Ja, das ist natürlich clever. Soll ich weiter Steine machen oder weiter Dust sammeln, weil wir auf Regen warten? Wir brauchen erst Steine. Wir brauchen ja erstmal, bevor wir auch den Dust verarbeiten können, beziehungsweise zu Clay machen können, brauchen wir ja, wir haben ja, also zwei Clay reicht ja, aber du brauchst drei Clay, kleine Brocken oder wie die heißen, Clay, diese Kugeln, du weißt, was ich meine? Ja. Die brauchen wir, oh shit. Kurz ins, boah, schön. Oh. Ich habe drei rausbekommen, dieses Mal drei Steindinger. Okay, so. Ich versuche jetzt runterzukommen. Willst du mir zugucken? Das wird bestimmt nicht klappen. Whoa. Oder? Von oben nach unten arbeiten. Doch, das geht. Kann ich auch mich runterfallen lassen? Oh, okay, es geht. Das geht. Nice. Läuft. Ja, cool. Doch, läuft das. Läuft. Ich habe nochmal neue Seeds bekommen, nämlich Sugarcane Seeds. Zuckerrohr. Oh, nice. Und Sugarcane, das heißt, wir können schon Papier, wir können alles machen. Das ist cool. Sieht so aus. So, Moment, ich habe nochmal einen weiteren Cobblestone, beziehungsweise zwei Cobblestones jetzt bei uns in der Kiste. Soll ich die zerhämmern? Oder? Nee, wir brauchen Cobblestone, 8 Cobblestone für den Ofen. Weil stimmt, ohne Ofen können wir auch kein Fackel machen und so Zeug, ne? Holzkohle. Genau, wir brauchen ja ganz, ganz viel Zeug. Okay, ja, da haben wir ein bisschen was zu tun, weil das dauert ein Weilchen jetzt, ne? Ja. Müssen da ein bisschen weiter twerken, aber dann geht's definitiv krass voran. Ja, hier ist wieder einer. Und guck dir das an. Die Mobfalle ist hier schon. Zumindest der Schacht ist fertig. Oben eine kleine Plattform, aber du musst jetzt halt irgendwie hinkriegen, dass sie runterfallen, ne? Beziehungsweise, dass sie in der Mitte runterfallen. Ja, also solange wir noch kein Wasser haben, wird es schwierig. Ich hoffe halt wirklich, dass es bald regnet. Bisher ist das Wasser so unglaublich knapp hier bei uns. Wir sind auch voll am Verdursten, ne? Deswegen, ich hoffe einfach, dass es regnet. Vielleicht müssen wir wirklich so ein, keine Ahnung, so ein Regentanz-Twerk-Mix machen, ich weiß nicht. Wir sind auf einer einsamen Insel. Ich habe in dem Achievement-Buch gelesen, dass wir als Achievement haben, dass wir wegfliegen müssen und eine andere neue Insel beginnen müssen, ohne von unserer dahin zu bauen. Oh. Ja. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber sicher. Aber das wird definitiv cool, denke ich. Bin ich auch dafür. Lass mal einen Woodlock stehen, ich bin mal gespannt. Können wir vielleicht mit dem Hammer auch Wood bearbeiten? Bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube nicht. Nee, da kommt auch nur das raus. Und hier, aber wer weiß, wenn man da... Nee, okay. Nee, leider nein. Okay. Ihr seht schon, Leute, einiges ist noch zu tun. Wir haben aber wenigstens schon zwei Betten. Wir haben zwei ganze Cobblestone. Das heißt, wir brauchen wirklich nur ein bisschen Dirt. Wir müssen hier ein bisschen arbeiten noch, ein bisschen Todes twerken. Aber ja, Leute, wenn ich jetzt twerke, bin ich tot. Ich habe nur ein halbes Herz. Halbes Herz, ja. Und dann kommt, Okay, der Baum des Todes. Ich twerke wie Miley. Ich twerke der wird gleich vom Baum gekillt. Baum, Wachs, Wachs, weil ich twerke. Woo! Ja, und da dir ist gerade ein Baum hier passiert. Ah, mein Engel ist gerade gekommen. Bibi, wenn man über den Saplings twerkt, ich helfe dir. Komm, ich kill dich mit dem Baum. Ja, guck mal, ich twerke, Bibi, und der wird gleich wachsen. Guck. Das ist kein Vorführeffekt. Der wird wirklich wachsen, weil ich twerke. Ja, Tipo, Backe. Komm schon. Ich weiß, dass du es willst, lieber Baum. Du genießt es doch, wie ich twerke. Ich glaube, es stehen zu viele Saplings, es wären zuerst die anderen betroffen. Ich glaube, das ist zufällig. Die anderen sind betroffen. Ja. Wachst doch hier. Du sollst wachsen. Deiner ist doch schon gewachsen. Ich glaube, das ist Zufall, in welchem Radius das passiert. Also komm schon. Wachse. Mein Engel muss das sehen. Ja, okay, da kam wieder Partikel. Und mach den hier jetzt. Der wird direkt wachsen, glaub mir. Pass auf, und jetzt geht's weg, der andere, wo du gerade gestanden hast. Twerk it. Highspeed twerking. Komm, Death by Tree kriegen wir noch hin. Minute haben wir noch Zeit für die Folge. Ja, komm schon. Gib Gas! Alter, meine Backen tun schon richtig weh, ne? Ja, wenn die ganze Zeit so einen kleinen, stacheligen Setzling in den... Das kann doch nicht sein, dass du besser twerkst als ich. Das muss an deinen neuen Schwänzen liegen. Das muss an deinem Schwanz liegen. Oh, ist das nicht gut? Ja. Aber der will nicht. Ich halte doch schon die Po-Backen hin. Nimm sie. Der muss ich mich richtig draufstellen. Jetzt noch ein Partikeleffekt wieder. Achtung, da kommt was, da kommt was. Ich glaube, der ist ja nicht so. Ah, genau, kaum habe ich mich reingestellt. Der will nicht getwirkt werden, der will den Block spüren. Und? Gestorben? Ja, suffered in a wall. Death by sehr Tree. Gut. Oh, das ist ein schöner. Richtig gut. Ah. Ja. Das war fantastisch. Mein Grabstein liegt hier unten noch. Der Kev. Hier lebte er, hier starb er. Danke für die Pizza, Bibi. Sie hat mir nämlich eine Pizza gebracht.
Und ich würde sagen, Leute, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ja, wir haben einen richtig dicken Baum hier übrigens. Viel Spaß beim Abbauen dann, ne? Ah, ich kletter da gleich hoch. Ah, mach meine Treppe nicht kaputt. Ach so, willst du auch? Okay, ja. Ja, ich will da hoch. Gut, gut, gut. Mach drüben. Das wäre uns auch schon gewesen von dieser kleinen Folge hier. Wir sind halt ein bisschen am Basteln, aber es sollte nichtsdestotrotz trotzdem spannend bleiben. Nächste Folge wird es wieder beim Kev dementsprechend, die übernächste wieder bei mir. Und dann, ja, guck mal, wo das Ganze noch hingeht, ne? Genau, und Leute, bleibt definitiv am Ball. Ein Feedback gerne in die Kommentare. Verstehe und nicht. Wundert euch nicht, am Anfang dauert es halt ein bisschen, aber später kommen halt Maschinen dazu und es ist doch geil zu sehen, wie wirklich so eine gute Welt aus dem Nichts entsteht und das braucht natürlich Zeit. Richtig. So gut. Ist es. Dann, wäre es das gewesen. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin, lasst krachen und tschüss. Ciao, ciao.